Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Heute, ich hab's euch gesagt, fahre ich auf die Autobahn. Ich hoffe, es ist frei. Also die Straßen gerade sahen schon ganz vielversprechend aus. Wenn es jetzt nicht frei ist, dann kann ich halt natürlich leider nicht versuchen, das Topspeed zu testen. Ansonsten versuchen wir es zu tun. Mal schauen, was dieses kleine Schätzchen hier uns so bieten kann. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Wir müssen nur noch hier einmal geradeaus fahren und dann da vorne und dann ist schon die Autobahn da. Also lange dauert das jetzt hier nicht mehr, wenn wir jetzt nicht jede rote Ampel mitnehmen. Das ist natürlich Voraussetzung. Ich kann euch gleich einfach mal die Power dieser 600er Maschine zeigen. Ich hoffe, es kommt auf der Kamera überhaupt auch nur annähernd so geistesnice rüber, wie es das in echt tut. Ich denke aber nicht. Immerhin, aber wirklich immerhin, ist der Sound jetzt gut. Da habe ich mich echt lange drüber aufgeregt. Und ja, auch wahrscheinlich. Ich kann verstehen, wenn das wirklich schwer zu gucken war. Aber jetzt ist es besser. Jetzt ist der Sound perfekt. Also was heißt perfekt? Aber auf jeden Fall schon mal ein deutliches Brett besser als vorher. Deswegen habe ich mich jetzt auch endlich mal dazu entschlossen, dieses Video aufzunehmen. Da vorne, ihr seht die Ampel schon. Ist die Autobahn gleich auch schon. Da müssen wir nur noch drauf, dann müssen wir ein kleines Stück fahren, bis unbegrenzt ist. Und dann ist unbegrenzt und ihr wisst, was das heißt. Leute, ich bin hyped. Ja. Bevor das jetzt alles hier aber losgeht, schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr für Videos sehen wollt, weil ich muss ja auch ein bisschen planen, was ich tue. Weil Kurven könnte ich jetzt zum Beispiel fast immer fahren, aber Kurven ist halt irgendwann langweilig, vor allem weil es immer die gleichen sind, dadurch, dass es bei mir halt nicht so viele Strecken gibt. Wenn ihr Bock auf Vlogs in der Stadt habt, McDonald's, Drive-In, Action oder irgendwie sowas in der Art, lasst es mich auf jeden Fall wissen, schreibt es in die Kommentare. Und schreibt mir auch mal in die Kommentare, wie viele Frauen ihr schon mit meinen attraktiven Dating-Tipps abschleppen konntet. Das würde mich nämlich noch viel mehr interessieren. Ich habe nämlich einen Kompagnon, ja, und da gehen jetzt auch Props an Jonas raus. Der macht nämlich alles. Der ist ein Macher. Egal welches Video, er hat immer einen Kommentar hinterlassen und alles. Und Jonas, an dieser Stelle, inshallah, hast du dir mit diesen Tipps schon eine klar gemacht. Aber ich würde mich wundern, wenn nicht, Digga. Bin ich ganz ehrlich. So, wir sind jetzt gleich auf der Autobahn. Dann geht's richtig los. Oh, Digga, Fahrt, mir ist warm. Okay, Leute, es geht los. Übrigens, ich kann euch auch, wenn ihr Bock habt, auch mal einfach mit der Kamera zu Autotreffen mitnehmen. Das sollte auch kein Problem darstellen. Ja, komm, das ist ein Beschleunigungsstreifen hier. Musst du Gas geben. Schalten wir jetzt erstmal in den sechsten. Ich fahre jetzt erstmal ganz entspannt bis dahin, wo unbegrenzt ist. Und dann schalte ich euch einfach. Obwohl, nee, ich laber jetzt einfach irgendeine unnötige Scheiße, während ich dahin fahre. Hier seht ihr das wunderschöne ein Stadtteil von Osnabrück auf jeden Fall. Und im Rückspiegel seht ihr, ich weiß nicht, ob ihr es aus dem Winkel seht, aber da ist der Osnabrücker Fernsehturm. Prachtexemplar. Wollte ich als Kind immer mal hochklettern. Habe ich leider nie gemacht. Vielleicht nehme ich das auch noch in Angriff. Ich glaube eher nicht, weil dann kriege ich direkt die nächste Anzeige. Ihr wisst Bescheid. Das nächste Video, was übrigens kommen wird, wird ein Video sein zu dem Design von dem Ding. Das wird ein Bikeborn. Der wird nicht allzu lang. Ich gehe da einfach nur ein bisschen genauer auf das Ganze, wie das jetzt aussieht und so. Gehe ich einmal genauer drauf ein. Und ich hoffe, ich merke nämlich, dass mein Kopf sehr stark nach links gezogen wird. Ich hoffe wirklich, dass meine GoPro sich jetzt gleich einfach nicht verabschiedet. Das wäre nämlich geisteskrank scheiße. So Freunde, ihr seht's, da vorne ist eine große Kurve und in dieser großen Kurve, beziehungsweise kurz dahinter, befindet sich das geliebte Schild, das wir doch alle so sehr mögen. Es ist gerade ein bisschen voller, deswegen weiß ich nicht. Sonst macht ihr einfach ein paar Beschleunigungsruns, damit ihr einmal hier sehen könnt, wie schnell sich die Zahlen da eigentlich verändern. Und das Topspeed, den Topspeed-Test müssen wir dann vielleicht wann anders machen. Aber ich habe immer noch, also vielleicht klappt es ja noch. Das ist ja jetzt gerade nicht so absehbar. Da ist unbegrenzt. 5, 4, 3. Thank you.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass meine GoPro nach außen rutscht. Aber egal. Also die fliegt auf jeden Fall nicht weg, aber ich habe Angst, dass sie sich verstellt, sodass ihr dann nicht mehr den optimalen Blickwinkel habt. Kommt sie durch, ich will vorbei. Hey, Digga, das ist nicht dein Ernst, Mann. Zwei Sekunden hättest du doch warten können. Komm, zieh durch. Ja, irgendwie ist gerade noch zu voll. Ich weiß nicht. Das gefällt mir gerade noch nicht so ganz. Aber dafür könnt ihr ein Sounderlebnis genießen. Das ist ja jenseits von gutem. Oh, guck mal, er hat Ahnung. Er macht Platz. Und jetzt zieht er wieder rüber. Ist doch da. Digga! Ich beschleunige gerade auch übrigens immer nur aus hohen Gängen raus. Also, oh fuck. Aus. Ich könnte auch jetzt mal gleich in den dritten reingehen. Aber da ist gerade halt einer. Egal. Eins. 2, 3. Da habe ich mich gerade fast verschaltet. Da kommt sie durch. Ich bin noch schneller. Okay, komm. Bitte verpiss dich. Bitte. Immer vorsichtig. Ich fahre gleich durch den Tunnel. Ich werde jetzt aber schon die Verabschiedung machen. An dieser Stelle schon mal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht habt. Und mit diesen Worten bis zum nächsten Video, wo der Bikeporn zu diesem wunderschönen Bike jetzt kommt. Mit diesen Worten haut rein und tschüss. Das Knallen war wunderschön.